Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock. Der zweiten Folge für heute. Vorher kam die Ader-Analyse und später kommt noch Let's Play Dragon Age Origins, das allerdings heute 6 Minuten kürzer. Ja, jetzt wollen wir gleich in die Folge reinladen und gucken, ob wir neue Zitate hier entdecken können. Pablo Navarra. Natürlich können Ryans Jungs das Labor vor Hackern schützen. Aber das heißt doch lange nicht, dass wir es nicht hacken werden. Oh, das ist so ein schönes Zitat, das gefällt mir. Und ja, das gewaltige Durcheinander, das Zitat kennen wir schon. Vom Sicherheitschef Sullivan. So, jetzt sind wir im Spiel. Beim letzten Mal waren wir weiter unten im, ich sage jetzt mal, Untergeschoss vom Medical Pavilion. Wir hatten eine ganz unterhaltsame Folge. Wir haben einen Schrotflinte bekommen und ein neues Plasmid, die Telekinese, die momentan das Abfackeln ersetzt hat. Hatten aber spaßige Gegner. Ein Nitro-Splicer zum Beispiel, der uns fast umgebracht hat bei der Schrotflinte, ein Hinterhalt der Tagnus-Splicer, dann ein merkwürdiges Geschütz, das Raketen verschossen hat, die wir dann mit der Telekinese zurückschleudern konnten. Also wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß und haben viel geschossen, gerade mit der Pistole, aber auch mit der MG und wie gesagt bei dem Hinterhalt mit der Schrotflinte. Ja, jetzt haben wir noch zwei Erste-Hilfe-Sets und zwei Eve-Spritzen und wir sind bei Cure All. Das habe ich nämlich falsch gelesen. Hier in dem oberen Bereich, hier ist das Stand Dental, da waren wir beim letzten Part drin, mit eben einem Gatherer's Garden, wo wir uns die Telekinese geholt haben. Wo wir auch das erste Mal Dr. Su Chong in einem Tagebucheintrag hatten. Und mir ist übrigens aufgefallen beim Anschauen, es gibt hier noch einen Zahnarzt. Ich weiß leider jetzt aus dem Kopf nicht, wie der heißt, aber der ist entweder hier oder ganz unten. Es gibt hier zwei Zahnärzte. Aber ja, jetzt schauen wir erstmal uns das Cure All an. Durch die Tür kommen wir nicht, das sehen wir schon. Da ist aber ein Schrank. Und da ist was drin. Ranch Jockey, das hätte ich gerne. Was ist das? Ein Kampfgentonikum. Okay, ein Technikgentonikum hatten wir ja schon. Das war das mit dem leichten Hacken. Kampftonika verändern deine Gene und verbessern so deine Kampftalente. Wie alle Tonika sind auch Kampftonika passiv. Das heißt, die Effekte kommen automatisch, sobald sie installiert werden. Und ja, wir können die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Kampftonikas erhöhen, indem wir bei einem Gabriel's Garden mit dem Adam uns Slots kaufen. Wegen so einem Slot haben wir auch momentan das Abfackeln nicht. Weil irgendwie ging das bisher beim Gabriel's Garden noch nicht. Vielleicht deswegen, weil wir noch keinen Adam haben von den Little Sistern. Und ja, das will ich unbedingt haben. Deswegen möchte ich mich hier unbedingt weiter umschauen. Also da vorne war das... Ach ja, richtig, die Tür. War das mega lustige Geschütz, das Raketen verschossen hat. Und uns ein paar Mal übel getroffen hat. Ich bin hier vorsichtig, weil wir haben halt nur noch wenig Health Packs. Ich frage mich immer noch, was zur Hölle das war. Da leuchtet was. Hier stehe ich mal auf. RPG-Geschütz. Ah ja. Das war das, was so extrem reingehauen hat. Das hat nämlich auch zwei, übrigens nette Zeichnung hier. Oder nettes Banner. Sieht nämlich aus wie ein Banner. Hat auch zwei Raketen ausgehalten. So, was ist hier im Schrank? Nichts. Okay, untersuchen vom Geschütz. Da ist leider auch nichts drin. Schade. Dann wollen wir uns wieder ducken. Wir wissen nicht, ob hier noch was lauert. Registrierkasse, die will ich. Einmal Dollar. Dann einmal Panzerwerte plus Zonenkugeln. Die können wir uns leider nicht nehmen. Wir haben nämlich Munition bei dem voll. Hier oben ist noch Bandagen, die nehme ich auch, dann haben wir wieder Leben voll. Und im Schrank an die Personen-MG-Patronen, die wollen wir auch mal. Da wechseln wir mal. Da haben wir jetzt gerade eine. Ja, das ist natürlich schlecht. Also wie schon der Name sagt, die ist halt speziell gegen Personen. Aber da wir nur eine haben, gehen wir natürlich auf die normalen wieder. Okay. Und hier würde ich gerne reinkommen. Geht das irgendwie?
Ich weiß nicht wie. Weil wir wollten uns, würden uns halt gerne das Gentonika noch holen. Also das Kampfgen, Kampftonika. Ach, hier geht das ja. Ja, genau. Man merkt schon, ich bin immer noch verpeilt. Vorher bei der Analyse leider auch. Da kam aber letztes Mal ein Lead-Head-Splice raus. Der Nitro-Splice aber dann plötzlich draußen. Na, Besuch. Ein bisschen. Schrank leer. Das ist mir hier schon wieder viel zu weitläufig, wenn ich offen sprechen darf. Und wieso ist es da unten rot? Ach, hier ist wieder eine Überwachungskamera. Mit Sicherheit. Die Frage ist, wo die ist. Okay, ich gehe schon mal auf den Werkverbolt. Den haben wir ja noch ausgerüstet. Eben in dem Schrank ist wieder nichts. Den haben wir ja noch ausgerüstet. Hier ist auch nichts, gell? Nein. Weil hier ist so rotes Licht. Hier ist mit Sicherheit irgendwo eine Ü-Kamera. Dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Davor gehen wir gleich. Ich würde die gern wieder hacken. Da, das rote Licht. Da sieht man's. Da geht's auch wohin. Aber zuerst würde ich gerne die Kamera finden. Da war sie. So, wir müssen uns versteckt haben. Die liegt ja ziemlich bescheiden. Ach Mist, verwende die Personenmaschinengewehrmunition gegen ungepanzerte Ziele. Ja, ja, wissen wir schon. Leider habe ich mich wieder verklickt. Oh, die ist ja mal top. Sind hier zwei Kameras? Die ist ja mal voll ätzend. So, jetzt ist aber Ruhe hier im Karton. Hacken. Jetzt war es mir ein bisschen zu blöd. Leider haben wir gerade eine Impfspritze nehmen müssen. Das heißt, ich hätte sehr gern neue Spritzen. Hier lang, dann hier lang. Dann hier lang. Ich hätte gern noch einen nach rechts. Okay, nach unten geht auch. Nach unten habe ich auch kein Problem. Nach unten. Nach unten. Da müssen wir halt darüber dann. Nochmal, zweimal nach unten. Das ist sehr gut. Dann will ich... Na. Was? Ein Kurzschluss? Aua. Nochmal hacken. Wie kam das denn jetzt? Ich habe den Kurzschluss gerade gar nicht gesehen. Wir waren da noch gar nicht fertig. Das war ja gerade sehr ärgerlich. Okay, nochmal hier lang. Das ist auch neu, dieses Zickzack-Ding. Ich hätte gerne nochmal einen nach links. Wo kam denn jetzt der Kurzschluss her? Ich habe den gar nicht gesehen. Das hat uns leider wehgetan. Das ist ein bisschen kacke. So, jetzt geht's aber diesmal ganz hier nach unten. Das ist wiederum nicht ganz so kacke. So, und durch. Was? Die Maschine hat einen Kurzschluss. Ach so. Da ist Elektrobolt nochmal und hacken. Ach so, das komische Ding macht Kurzschlüsse. Ja, das muss man wissen. Ich hoffe, jetzt geht's, weil ein bisschen Nerven tut das gerade. Hat jetzt schon zweimal hier wehgetan. Noch einen rüber. Und dann runter. Und dann runter. Und dann runter. Und dann runter. Und nochmal runter. Und nochmal runter. Jetzt kein runter mehr, doch hier. So, jetzt haben wir es. Gott sei Dank, Halleluja. Ja, leider haben wir jetzt uns wieder nur noch halbes Leben. Aber wir haben es gehackt. Okay, was liegt hier? Eine Impfspritze. Cool, dann haben wir davon wieder zwei. Das war gar nicht so lustig. Die Leiche hier hat nichts. Ist sonst noch was hier? Nein, ich gehe wieder auf die MG. Weil bei der haben wir so schön viel Schuss. Und ein Save. Ah, ja. Aber bevor wir den machen, will ich mich erst hier komplett umsehen. Nach vielleicht Heilung. Oder so. So ein Safe hatten wir ja schon mal. Der tat damals weh. Okay, was ist hier vorne? Ganz viel Blut. Natürlich.
eine neue Leiche mit Old Tom Whiskey, das nehmen wir mal. Für ein bisschen mehr Leben. Und Zorn, ein neues Turmband. Hier sind übrigens auch ganz nette Scheren und andere spaßige Gegenstände. Was mir gar nicht so gefällt. Da liegt auch noch was. Pistolenkugeln. Normale können wir ja mitnehmen, nur halt die Panzerbrecher nicht. Aber ich will die halt auch nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Okay, dann hören wir uns mal Zorn an. Einmal neues Tagebuch. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, ja, die Probanden... Fester! Sie fester! Fester! Ja, wer hätte das nur kommen sehen? Also, der Dr. Su Shong wieder, der ein neues Plasmid ausprobiert hat namens Zorn. Und was ist passiert? Nach den Tönen, der Proband, in dem Fall der arme Mr. Wallace, ist ausgerastet. Wer hätte das nur kommen sehen? Ach ja, Experimente, ne? Ganz tolle Geschichte. Sonst ist hier leider nichts. Das ist beschissen. Aber hier sehe ich ein... kleinen Durchgang. Ich würde halt gerne noch zum anderen Raum wegen dem Tonika. Können wir das irgendwie... Ach, wir können ja mit Telekinese es wahrscheinlich wegmachen, ne? Probieren wir es mal. Nicht? Da war doch ein Tonikum hinten. Hm. Ja, vielleicht müssen wir es draußen machen. Irgendwelche Leute hier? Nein. Sehr gut. Ich würde da gerne das hier noch haben. Hm. Wie kommen wir denn da rein? Da ist ein Schrank und da ist das Tonikum und das will ich haben. Und hier leuchtet es auch noch. Das ist der kleine Bereich da oben. Hm, schauen wir uns nochmal drin um. Ist jetzt ein bisschen doof natürlich. Das weiß ich schon. Ja, doof mit dem Kurzschluss. Da haben wir jetzt halt echt nur noch halbes Leben bei zwei Verbandskästen. Also ich denke, es geht hier durch das hier. Ach so, mit der Rohrzange prügeln. Natürlich, was auch sonst. Gut, sorry. Habe ich jetzt verpeilt. Also so kommen wir hier rein. Dann gehe ich nochmal prügeln. Sehr schön, dass das funktioniert übrigens. Weil hier, das wollen wir natürlich haben. Hier ist eine weitere Leiche mit nichts. Pistolenkugeln, die wir immer haben wollen. Einmal Schrot, was wir auch immer wollen. Der Schrank hat nichts. Der Schrank hat ebenfalls nichts. Ja, okay, das war... Ich dachte halt mit Telekinese rausreißen. Ich dachte nicht, dass man einfach nur mit der Rohrzange prügeln muss. Ach. Hallo, Splicer. Das ging ja auch schon wieder zu leicht, wa? War ja klar. In dem Schrank ist nichts. In dem Schrank auch nicht. Da liegen Bandagen, die will ich. Ich höre eine Splicerin. Das war ja mal wieder klar, dass hier wieder eine Art Hinterhalt kommt. War ja viel zu einfach. So, jetzt schauen wir uns mal das Wrench Jockey an. Ausrüsten. Wrench Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispielloser Geschick und unglaublicher Präzision führen können. Ich glaube, das ist für die Rohrzange. Aber wir werden gleich mal lesen. Wir werden ein Kampftonikum erhalten. Kampftoniker verbessern die Fähigkeit, Schaden zuzufügen und einzustecken. Besonders von Plasmiden und anderen Tonikotypen werden sie installiert. Erhöht den Rohrzangenschaden. Cool. Das kann uns sicher praktisch sein. Ich tue es jetzt in den ersten Slot. Weil die Technik-Tonika sind hier nicht drin. So, und bestimmt brauchen wir das auch gleich. Mal sehen, wie wir jetzt reinhauen mit der Rohrzange.
Weil wir wissen ja, hier ist mindestens einer. Hören wir ja. Ach, da ist sie ja. Okay. Electrobolt. Bam. Sourcebleiserin. Da habe ich dich wohl geschockt, wa? Ordentlich erwischt. Leider haben wir halt jetzt kaum noch Eve. Das ist das Beschissene. Wir müssen dann gleich... ich bleibe mal auf der Rohrzange wegen jetzt dem Ranch-Job hier. Wir müssen halt dann gleich die zweite Spritze nehmen. Okay, dann würde ich jetzt gerne noch den Safe öffnen, bevor wir gehen. Damit wir hier alles haben. Haben wir dann hier drin alles? Hier ist das Cure All. Ja, hier hört man, hier liest man es nochmal. Habe ich beim letzten Part falsch gelesen. Ein Splicer hier nur. Ich hoffe, du warst der Einzige. Den Safe wollen wir aber noch, bevor wir gehen. Die Frage ist, ob man den ankaufen kann. Das müssen wir gleich schauen. Wir können ihn nicht ankaufen. Dann werde ich hier speichern. In einem Quick Save. Ja, wie gesagt, in einem Quick Save. Weil ihr wisst ja, wir haben nicht so viel Leben. So, los geht's. Ich hoffe, wir schaffen den. Die sind ja immer bekanntlich schwerer. Ach, scheiße. Womit ist durch da oben? Runter. Rüber. Rüber. Runter. Runter. Rüber. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Und jetzt hätte ich gerne noch einen nach links. Nach rechts. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es geschafft gleich. Cool. Safe lässt sich öffnen. Ich muss aber sagen, da hatte ich jetzt gerade Glück. Weil auch der ging jetzt wieder sehr schnell. Ja, manchmal ist es ein bisschen eine Glückssache. Okay. Was ist drin? Schrot und MG-Patronen und Panzerbrecher. Panzerbrecher gehen halt nicht. Aber die anderen nehmen wir gerne mit. Cool. Neue Patronen. Ja, viel Panzerbrecher. Ich fürchte, wir werden bald die brauchen. Das ist ein bisschen beschissen, dass wir die nicht mitnehmen können. Okay, in der MG haben wir jetzt über 100. Hier haben wir auch recht viel und beim Schrot haben wir auch nicht wenig. Aber ich war bei der MG. Ja gut, Cure All ging ja einigermaßen. Nur beim letzten Mal mit dem Raketenwerfer, das war halt scheiße. Aber jetzt gerade ging das einigermaßen. Die Frage ist halt, ob wir jetzt rausgehen und immer noch Frieden haben. Na, Frieden hier oder nicht so? Okay, hier schon. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder natürlich ins Hauptgebiet raus und müssen halt dann hier runter. Wie schaut's hier aus mit Frieden? Hier haben wir keinen. Surprise, surprise. Aber Cure All haben wir dann durch. Da steht er gleich. So, gleich mal niedergeschossen. Wenn auch leider nicht wieder Vollprofi. Hier ging es ja zurück. Ich gehe kurz zurück auch. Ich gehe kurz in das Lagerraum, weil da waren ja Kartoffelchips und so. Und hier kam man ja auch zum Zirkus der Werte. Da gehen wir vielleicht auch gleich hin. Ja, ihr wisst ja, hier ist ja sehr spaßig, aber Q-All ging ja jetzt einigermaßen. Hier waren ja Kartoffelchips. Und Bier. Bier nehmen wir jetzt aber, obwohl wir nehmen eins. Und noch, also ich nehme die jetzt schon, weil die nehmen zwar Eve weg, aber wir müssen sowieso gleich eine Spritze nehmen. Also macht mir das jetzt nichts. So, wir müssten eh gleich eine Spritze nehmen, da war mir das jetzt relativ... War es das schon? Das war doch eigentlich mehr hier. Ja, gut. Dann kurz die Spritze. Dann haben wir jetzt noch eine Spritze. Aber sind wieder ein bisschen geheilt. Ja, man braucht die ganze Heilung hier. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zum Zirkus der Werte kurz. Aber ich muss da nochmal schauen. Wir haben noch 11 Minuten. Ja, schauen wir mal rein im Zirkus der Werte. Den haben wir ja gehackt. Willkommen im Zirkus der Werte.
Wir haben ja 68 Dollar. Ich hätte gerne halt wieder Eve-Spritzen und Verbandskästen. Ich guck mal, ob ich von beiden 4 kriege. Na, jetzt haben wir 0 Dollar. Ja, okay, aber wir haben wieder 4 Verbandskästen und zumindest 3 Eve-Spritzen. Leider halt jetzt wieder 0. Aber ich meine, mit Munition wird man hier gar nicht so schlecht versorgt. Okay, dann wieder hinter. Und jetzt ist halt die Frage, bei Cure All waren wir? Hier oben steht das übrigens auch. Cure All Medical Services. Air Service, da habe ich mich, wie gesagt, verlesen. Also hier vorne waren wir. Und da waren wir auch drin. Ich will hier die Pistole haben und das, was der Lead jetzt besser hat, Dollar. Okay, da haben wir jetzt wieder 8 Dollar. Da ist die Vita Chamber, die wir nicht gebraucht haben. Hier war beim letzten Part die Schrotflinte. Hier vorne ist das Sand Dental, wo wir schon waren. Und ein Lager, wo wir nicht rein kamen. Oder kommt man da rein? Dieses Lager hier. Aber das ist halt blockiert. Das ist, glaube ich, das Kleine. Aber da muss man, glaube ich, von der anderen Seite rein. Und hier ist halt der andere Zahnarzt. Painless Dental. Ja, Painless ist hier übrigens ja der pure Hohn. Aber naja, das nur am Rande. Jetzt ist halt die Frage, Painless Dental oder... Also das ist dann, wäre dann das hier. Oder ganz nach unten, die sind halt beide nicht so klein. Ganz nach unten war das geschützt, aber auch beim letzten Mal noch habe ich noch was liegen gesehen, aber... Ja, ich gehe erst ins Painless Dental. Dann wäre das Schlimmste gleich. Oder geht's da noch irgendwo hin? Ach so, ja, da geht's dann hier runter, gell? Es tut mir leid, ich muss oft in die Karte heute gucken. Und hier euch nochmal Splicer. Ja, wir gehen jetzt als nächstes Painless Dental, komm. Wir machen nochmal ein Autosave. Und dann wollen wir uns den zweiten Zahnarzt angucken. Und, ja... Also ich meine, hier ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ein Kampftoniker und beim letzten Part Plasmid und Schrotflinte. Aber die Gegner halt. Ach, hier kommt man nicht rein? Wirklich nicht? Ich höre doch den Vogel. Daneben ist aber noch ein kleiner Durchgang. Kommt man... Ja, da ist ein kleiner Durchgang irgendwo, laut Karte. Leider sieht man halt hier nichts. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, nicht nochmal zum Zahnarzt rein zu müssen. Hier kommt man ja auch nicht rein ins, in die Vorräte. Ich hätte nichts dagegen, nicht nochmal zum Zahnarzt rein zu müssen, aber der Punkt ist halt, es ist ein Gebiet, was ich untersuchen will. Ist eigentlich immer noch Viertel nach 11. Ja, Viertel nach 9. Viertel nach 10 meine ich. Ja, ich und Zahlen. Ja, ist es. Also die Zeit bleibt hier stehen. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen doof. Dann gehen wir hier weiter. Hier müssen wir aufpassen. Hier war beim letzten Mal, wie gesagt, ein Geschütz. Das wir hörten. Das war, glaube ich, da drüben. Ja, genau. Da ist das Geschütz. Vielleicht müssen wir auch hier durchs Fenster rein. Ein bisschen mehr Hygiene. Ja, das könnte ihr wirklich nicht schaden. Beim letzten Mal hat uns Spicer ja über Sperma geredet. Und die klingt schon wieder viel zu nah. Ja, da ist sie. Böse Spicer. So, Pistolenkugel und Kartoffelchips. Brauchen wir beides und die Knarre. Beim letzten Mal haben wir leider eine Knarre übersehen. Ja, okay, da wir leider dann da hinten durch müssen, das ist halt doof. Also da gehe ich jetzt nochmal auf den Elektrobolt. Das ist halt doof, weil das bedeutet, wir müssen beim Geschütz vorbei. Das ist kacke. Schnell, 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 schnell. Kommen wir hier nicht durch. Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, bevor das Geschütz aufwacht. Ja, bevor das Geschütz aufwacht. Danke vielmals.
Ja, grrr, ich will doch da nur hin. Ja, vielleicht müssen wir da von der anderen Seite hin. Aber wir können es treffen, das ist gut. Da ist ein Schalter. Durch den Schalter kann man vielleicht die Tür öffnen, aber wir müssen halt da reinkommen. Hier ist noch eine Leiche, die wir noch nicht gesucht haben. Der hat aber nichts. Und hier ist auch eine sehr formschöne Leiche. Ist ja gut geschützt. Hier ist auch eine sehr formschöne Leiche, die ist mir schon mal letztes Mal aufgefallen. Hier hat auch nichts. Und hier hat noch was geleuchtet, das weiß ich. Diese Geschütze sind echt aggressive Zeitgenossen. Ja, grrr, ich dachte, da käme man durchs Fenster, aber Arschlecken. Okay. Ja gut, dann werden wir hier reingehen. Und da muss man halt gucken, wie man dahinter hinkommt. Ich meine, wenn wir uns so ducken, trifft uns das Geschütz kaum. Das ist die gute Nachricht. Aber es nervt halt trotzdem ein bisschen. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten. Ich würde noch da gern reingehen. Aber davor ein Quicksave. Ich hoffe, wir kommen in den einen Raum, weil da waren nette Sachen. Dieses beschissene Geschütz. Hier kommen wir auch nicht rein. Wieso kommen wir denn hier nirgendwo rein? Ihr Lions ist jetzt wieder getroffen. Kommen wir durchs Fenster? Boah, der Gegner nervt mich hier gerade. Kommen wir durchs Fenster rein? Lass das Geschütz. Das macht uns dauernd Schaden. Mann, das trifft uns die ganze Zeit. Geh doch mal weg. Vielleicht können wir die Leiche rausziehen mit Telekinese. Nö. Ja, keine Ahnung. Da kommt man nicht rein. Und da kommt man hier irgendwie auch nicht rein. Da kommt man nicht rein. Ich meine, das Gute ist, das Geschütz ist nicht unbedingt zielsicher. Hier im Mülleimer ist nichts, aber es nervt echt. Weil wir haben jetzt schon wieder 3/4 Leben verloren. Also keine Ahnung, da kommt man irgendwie nicht rein. Hier sind wir am blinden Fleck vom Geschütz. Kann man vielleicht von hier den Schalter drücken mit der Telekinese? Nee, können wir nicht. Können wir hier rein? Ach, hier können wir rein. Painless Dental. Ach so, so einfach geht das. Ja gut, Electroballs. Das Geschütz würde ich noch gerne ausschalten. Weil das nervt mich schon die ganze Zeit. Jetzt ist aber gut hier. So, hacken. Jetzt ist aber gut hier mit diesen Geschützen heutzutage. So. Einmal nach oben, einmal nach links. Ich hätte gerne nochmal nach links. Ja, das war jetzt wirklich ein bisschen nervig, das Scheißgeschütz. Da hätte ich wieder gerne nach oben. Da hier auch nochmal nach oben. Und dann hätte ich gerne so. Und dann hätte ich gerne so. Und dann haben wir dieses beschissene Geschütz fertig. So, dann haben wir ein neues Droni-Drohnenpferd, ne? Wer sich an den Namen noch erinnert. Und ich nehme jetzt keinen Verbandskasten, weil wir haben hier Bandagen. Die ich gleich beide haben will. Das Geschütz war jetzt ziemlich ätzend. Hier ist die Türsteuerung. Ja, toll. Der pure Hohn mit der Türsteuerung. Da sind auch nochmal Bandagen vorne. Ja gut, dann werde ich jetzt wieder auf die MG gehen. Und richtig speichern. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann das Painless Dental an. Neue Speicherdatei. Und gucken eventuell, ob wir dann nochmal in das hier reinkommen. Also in... ja, das ist Painless Dental, das hier. Das ist halt schwierig, das ist halt kaum zu sagen. Also ich will hier dann noch rein. Das wollte ich sagen. Genau.
Wir haben ja jetzt gerade eben gespeichert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider war ich jetzt nicht der Oberhacker. Also vorher bei der Kamera war halt irgendwie doof und zwar mal ein Kurzschluss und jetzt gerade beim Geschütz. Es war gleich auf ersten Versuch, aber halt oft getroffen und so. Aber die Wegfindung, muss ich sagen, war auch gerade ein bisschen bescheiden. Weil dass man durchs Fenster nicht kann. Also vorher konnten wir nicht durchs Fenster. Anscheinend war das ein bestimmtes Fenster, wo man durchgehen konnte und das sieht man halt kaum. Wir sehen dann einfach beim nächsten Mal, wie es hier beim zweiten Zahnarzt ist. Und was wir hier unten noch so alles erleben. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und auch später bei Dragon Age wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.